Lieber Ottmar, herzlich willkommen zu diesem Interview. Hier in der Werkstatt von der Stiftung Wiesli, eigentlich an dem Ort in Bülach, wo alles angefangen hat. Vor 40 Jahren hast du eine gut gehende akademische Karriere in der Psychiatrie aufgegeben, weil dich die Sozialpsychiatrie interessiert hat. Warum hast du das gemacht, Ottmar? 1979 habe ich im Psychiatriezentrum Hart das erste Mal Sozialpsychiatrie erlebt, als Assistenzarzt. Und bin von dem Ansatz sehr begeistert und überzeugt, dass der Ansatz sehr viel bewegen kann in der Psychiatrie. Sozialpsychiatrie bemüht sich um eine Gesamtschau im psychiatrischen Bereich. Sozialpsychiatrie stützt sich ab auf drei Säulen bezüglich dem Entstehen und dem Verlauf von psychischen Störungen. Die drei Säulen sind die erste neurobiologische Wirkungsweise. Da geht es um den Einfluss von Genen, da geht es um den Einfluss von Hirnstrukturen, da geht es um den Einfluss von Netzwerkstrukturen im Gehirn. Der zweite Einflussfaktor ist der psychologische Einflussfaktor bezüglich Einfluss auf den Verlauf von psychischen Störungen. Es ist die Persönlichkeit, es geht um Stärken und Schwächen von der betroffenen Person, es geht um Wert, es geht um Erwartungen, um Haltungen, die einen grossen Einfluss haben auf den Verlauf. Und der dritte Einflussfaktor ist das Soziale, das ist unsere Lebenswelt, die grossen Einfluss hat auf unseren Umgang, unsere Bewältigungsstrategien bezüglich unserer Störungen, unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen, den Support, den wir erfahren durch sie, auf der anderen Seite dann aber auch unsere Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten und unsere Freizeitgestaltung. Die drei erwähnten Faktoren, Neurobiologie, Psychologie und Soziales, wirken wechselseitig aufeinander und sind verantwortlich für das Entstehen und den Verlauf von psychischen Störungen, insbesondere dann aber auch für den Zugang für die Therapie von psychischen Störungen. In den letzten 40 Jahren, was hast du mit deinen Mitstreitern hier im Zürich-Unterland, aber auch generell, was hat man erreicht in der Sozialpsychiatrie? Auf der einen Seite hat man erreicht, dass die Ansicht sich etablieren konnte, dass die Ansicht auch Gehör gefunden hat bei den Zahlenden, bei der Krankenkasse, dass die Leistungen auch dann später vom kantonalen Sozialamt übernommen worden sind, also Akzeptanz von der öffentlichen Hand auch. Auf der anderen Seite eine grosse Akzeptanz bei den Angehörigen der Betroffenen, die gefunden haben, das ist eine andere Psychiatrie, da werden wir Angehörige gehört, da sind wir einbezogen, da können wir auch auf gleicher Höhe mit den Experten, mit den beruflichen Experten reden. Es ist der Trialog entstanden, die Idee vom Dreiergespräch zwischen den Betroffenen, den Angehörigen und den medizinischen Experten. Es ist die Idee aufgekommen, von der Psychiatrie erfahrenen, die sehr viel auch zurückgeben können in die Psychiatrie, die sie äußern können zu ihren Erfahrungen, die sie machen im Rahmen von ihren seelischen Erschütterungen. Das war sehr eine gute Rückmeldung für uns und auch ein Hinweis, dass man mit der Sozialpsychiatrie, vor allem auch mit der lokalen, verorteten sozialen Psychiatrie, gemeinsnah etwas bewirken können. Nicht nur im Rahmen der kantonalen Sozialpsychiatrie, sondern auch in der privatrechtlich organisierten Sozialpsychiatrie, wie die Entwicklung war vom Verein für Sozialpsychiatrie, Zürcher Unterland, wo dann später übergegangen ist in die Stiftung Wiesli, wo du, Martin, kennengelernt hast, wo du als Geschäftsführer hier angefangen hast. Spannend, ihr habt viel erreicht, eigentlich alles erreicht. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten 40 Jahren? Wie entwickelt sich die Sozialpsychiatrie weiter? Sozialpsychiatrie ist bezüglich dem akademischen Interesse sicher ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Im Vordergrund im Moment steht die sogenannte neurobiologische, der Forschungszweig. Das ist eine Trendwende. Neurobiologische Forschung kann profitieren von computerisierten Abläufen, kann profitieren von bildgebenden Abläufen, kann profitieren vom Wissen über Verbindungen, über Konnektivität oder wie man sagt, Vernetzungsmöglichkeiten im Hirn. Sozialpsychiatrie ist diesbezüglich in den Hintergrund getreten. Aber nichtsdestotrotz, der Bereich von Genesung, von der Genesung, wo wir mit dem Ansatz von der Recovery in der Stiftung seit mittlerweile mehr als 3 Jahren verfolgen, ist ganz entscheidend. Recovery heisst, noch vermehrt die Betroffenen teilnehmen lassen, an diesen Prozess einbeziehen, in die Abläufe in der Stiftung, dass sie teilnehmen können, auch in einer Stiftung, in einem Wiesli-Rat. Das ist eigentlich für mich die Zukunft. Begegnung auf Augenhöhe, genesungsorientierte Sozialpsychiatrie, da liegt noch viel, viel vor uns, wo kann entwickelt werden. Dankeschön, Ottmar, für das Gespräch. Ich kann dir versprechen, dass ich das Thema und deine Wünsche auch für die Zukunft und das Thema Recovery so auch mitnehme mit den Kollegen, mit der Institution, und dass wir das weiterentwickeln. Vielen herzlichen Dank für all das, was du geleistet hast mit deinen Mitstreitern in den letzten 40 Jahren hier im Zürich-Unterland und für die Sozialpsychiatrie und schließlich für die Menschen mit psychischen Erschütterungen. Merci vielmals, Ottmar.